Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der US-Vorbörse im neuen Jahr 2017. Ich hoffe, Sie hatten geruhsame Weihnachtsfeiertage, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und jetzt werden wir uns langsam mal wieder mit dem Thema widmen, das ja so viel Raum einnimmt, nämlich die amerikanische Börse momentan. Sie sehen es schon vorne weg. Es sieht jetzt ein wenig düsterer, will ich gar nicht sagen. Es sind kleinere Kursverluste momentan noch. Natürlich, die Marktakteure sind alle wieder in den Markt zurückgekommen. Das heißt, wir haben auch wieder ein vernünftiges Handelsvolumen. Aber Sie sehen auch hier unten Donald Trump. Das ist momentan eigentlich das Thema. Er wird am 20. Januar vereidigt werden. Und jetzt gibt es zwei Lager, nämlich das eine Lager der Analysten, die sagen, mit seiner Vereinigung wird es an den Märkten erstmal ordentlich rumpeln. Es wird zu einer Art Selling the Facts kommen, also letztendlich, dass die Aktionäre ihre Gewinne aus den Vorwochen mitnehmen, weil sie nicht genau wissen, was sie jetzt davon zu halten haben, dass der Präsident dann auch vereidigt worden ist und dann im Weißen Haus sitzt. Seine Frau hat ja offensichtlich schon gesagt, dass sie nicht mit einziehen will. Das ist ja alles offensichtlich zu altmodisch, aber sei es drum. Dann gibt es das andere, den anderen Teil an Analysten, die sagen, es gibt zu viel Geld, es gibt zu viele gute Gründe, momentan im Markt auch investiert zu sein. Das kommt, höchstens wird es mal zu einer zu einem kleineren Rücksetzer kommen und der bietet nur letztendlich wieder Kaufchancen und das ist auch die Meinung, die wir vertreten. Ja, es könnte tatsächlich mal nach 10% plus im Index auch einen Rücksetzer geben oder es sind sogar mittlerweile mehr zu einem Rücksetzer kommen, aber das wären attraktive Kaufchancen, um trotzdem noch mal in den Markt reinzukommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich denn der Dow in den letzten Tagen und Wochen, jetzt seitdem wir auch nicht mehr auf Sendung waren, entwickelt hat. Und sie haben überhaupt nichts verpasst. Es war wirklich unglaublich langweilig am Markt und man hätte die Zeit wirklich besser im Urlaub verbringen sollen. Immer mal wieder der Versuch, die 20.000er rauszunehmen, damit wir frische Impulse bekommen für den Markt, hat immer nicht so richtig funktioniert, zu wenig Handel und die Leute waren eher unentschlossen. Also jetzt geht es darum, schaffen wir die 20.000 oder nicht? Und das ist letztendlich dann die Schlüsselmarke, an der wir uns orientieren sollten. Kommt es tatsächlich zu einem kleineren Rücksetzer, dann hätten wir natürlich durchaus Luft nach unten bis zum langfristigen Trend, sehen Sie, das wollen wir nicht hoffen, das waren so etwa im Bereich 18.400 Zähler, 18.500 vielleicht, aber sicherlich bis in den Bereich 19.5, vielleicht sogar 19, dass wir mal durchsacken könnten, bevor es dann weiter nach oben geht, denn insgesamt stehen doch die Chancen für anhaltend steigende Kurse auch im laufenden Jahr gar nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Werten. Und das würde ich jetzt gerne machen, aber das geht nicht, sehe ich gerade. Offensichtlich ein Problem mit unserem technischen Equipment, so wie ich es momentan realisiere. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Doch, jetzt funktioniert es. Und dann kommen wir zu Amazon. Amazon hat sich in den vergangenen Tagen trotzdem gar nicht so schlecht entwickelt. Das hat natürlich jede Menge Gründe. Zum einen die Messe in Las Vegas, die CES, da war Amazon überhaupt nicht vertreten, aber es war trotzdem in aller Munde, nämlich mit Alexa. Alexa ist dieser virtuelle Assistent, den jetzt Amazon versucht, marktbreit in die Haushalte zu spülen und letztendlich können sie dann, indem Alexa ist ja sprachgesteuert, indem sie dann diesem Assistenten sagen, was sie gerne machen möchten, also Musik hören oder Videos schauen, können sie dafür sorgen, dass Amazon jede Menge neue Daten von ihnen erhält und natürlich auch ihr sauer verdientes Geld, denn über Alexa lässt sich auch letztendlich ganz gut shoppen und das beflügelt so ein bisschen momentan den Markt, zumal das Unternehmen auch jede Menge andere Pfeile noch im Köcher hat, sei es jetzt Amazon Go, also dieser Supermarkt ohne Kasse, der in aller Munde ist, also jede Menge weitere Themen. Jetzt hätte ich es fast vergessen, bei den Golden Globes hat Amazon natürlich auch noch ein bisschen abgeräumt, da gab es Auszeichnungen unter anderem für Goliath, eine tolle Serie, die ich wirklich nur empfehlen kann, aber ich will hier keine Schleichwerbung machen. Die Aktie bleibt weiterhin top, bleibt weiterhin eine unserer Kaufempfehlungen und wir gehen davon aus, dass demnächst die alten Hochs auch rausgenommen werden. Spätestens dann mit dem, mit den nächsten Quartalszahlen. So, und jetzt habe ich wieder das Problem, dass wenn ich drauf drücke, muss ich offensichtlich etwas fester drücken, dann funktioniert es auch wieder. So, kommen wir zu Alibaba. Da ist mittlerweile der Abwärtstrend gebrochen. Was ist passiert? Nun, Alibaba gestern Abend eine Meldung, eine große Meldung. Jack Ma hat Donald Trump
besucht und hat ihm zugesagt, dass der Konzern, also die Chinesen letztendlich, in den USA 1 Million Jobs schaffen wollen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Wie soll das Ganze passieren? Nun, Alibaba ist ja im Großen und Ganzen über die Tochterunternehmen eine E-Commerce-Plattform, und wenn die Pharma demnächst ihre Produkte auf den Plattformen von Alibaba verkaufen, dann haben sie eben einen Job, und das ist die Idee hinter der ganzen Geschichte. Jack Ma wollte wohl gut Wetter machen, nachdem ja eine seiner Tochterplattformen letztendlich auf eine Blacklist gesetzt wurde, auf eine schwarze Liste von Unternehmen, die Piraterie letztendlich, Produktpiraterie unterstützen oder nicht stark genug bekämpfen. Und das ist der Grund gewesen, weshalb zuletzt so die Beziehungen zwischen den beiden Nationen dann auch nicht allzu gut gewesen sind. Sie wissen, Donald Trump, kein großer Fan der Chinesen, aber jetzt die Ankündigung, 1 Million Jobs im eigenen Land, das kann Trump dann auch für die Eigen-PR verwerten, und das ist insofern positiv zu sehen, und die Aktie hat daraufhin auch reagiert. Insgesamt sollte es ein gutes Geschäft für Alibaba im 4. Quartal gewesen sein, mit dem 11.11., da hatte man ja auch einen schönen Extra-Event noch letztendlich eingefahren, und von dort her bleiben wir zuversichtlich, dass die Aktie auch ebenfalls steigen wird. So, dann haben wir Facebook. Insgesamt die Fang-Aktien in den letzten Wochen und Monaten wieder etwas stärker, nachdem sie direkt im Anschluss an die Wahl ja nach unten gelaufen waren. Aber es gibt genügend Anzeichen, dass sich das Geschäft jetzt nicht großartig verändert hat. Das heißt, die vorgelagerten und übergeordneten Trends, nämlich dass der E-Commerce wächst, dass Online-Ads letztendlich weiter wachsen, dass dieses Geschäft weiter wächst, die bleiben intakt, und das sehen jetzt die Anleger mittlerweile genauso. Und vor dem Hintergrund steigen sie auch wieder ein, unter anderem auch bei Facebook. So, nein, das ist jetzt die letzte. 3D Systems, gestern ging es ordentlich nach oben. Da gab es eine Unternehmensbeteiligung, dass Aktien die Hände gewechselt haben. Jetzt die Überlegung, dass vielleicht 3D Systems ins Visier eines Käufers rücken könnte. Insgesamt natürlich, dass die Branche mal langsam jetzt 2017 an Fahrt gewinnt und an Momentum gewinnt und dass es dann insgesamt mit den Aktien wieder nach oben gehen könnte. Aber das Problem ist natürlich, diese Ideen hatten wir ja alle schon in den vergangenen Monaten häufiger mal. Und dann geht es immer nach oben, und wenn sich das dann nicht sofort auch in weiteren Nachrichten niederschlägt, dann kommt die Ernüchterung, dann werden Gewinne mitgenommen, sodass man jetzt vielleicht sogar davon ausgehen muss, dass es zunächst einmal zu einer Korrektur kommt. Aber Sie sehen, insgesamt ist der Trend durchaus aufwärts gerichtet. Also wer starke Nerven hat, wer einen gesunden Magen hat, der kann immer mal probieren, hier unten in diesem Bereich des Aufwärtstrends dann zuzugreifen und vielleicht an den Spitzen, die sich hier bilden, dann Gewinne mitzunehmen. Ist ein schöner kleiner Trade, den man da machen kann. Schönes kleines Muster. Und spätestens, wenn wir hier drüber gehen und da drüber gehen, dann ist natürlich der Weg nach oben frei. So, jetzt habe ich genug geredet, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.